In Beige gibt es das hier leider nicht. Und wir haben jetzt gesagt, wir nehmen es gleich mit. Wie man merkt, Jonas hat Bock. Und ich habe so viel gekauft. Ich lebe noch. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich mache jetzt gerade hier nur das Intro, weil Jonas mich gleich abholt und dann fahren wir zu IKEA. Ich bin schon sehr gespannt. Ihr habt mir so viel auf meinen letzten Vlog geschrieben, wo ich euch um Beratung gebeten habe. Und irgendwie sagt gefühlt jeder was anderes. Deswegen bin ich einfach mal gespannt. Ich hoffe, dass ich die Möbel, die ich online schön fand, auch dort dann finden werde und halt gucken kann, gefallen die mir wirklich, sind die bequem und so weiter und so fort. Das haben mir ganz viele von euch empfohlen und genau deswegen fahren wir jetzt zu IKEA. Und vielleicht kaufe ich auch schon so Kleinigkeiten, mal gucken. Aber ich nehme euch auf jeden Fall mit. Jonas sollte jede Sekunde kommen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Ich habe mir jetzt gerade noch ganz schnell Mittagessen für unterwegs gemacht, weil Jonas und ich ja gleich zum IKEA fahren und ich keine Zeit mehr habe, hier zu essen. Deswegen habe ich mir so einen Couscous-Salat gemacht. Da habe ich einfach Couscous mit Gemüsebrühe und ein bisschen Olivenöl, habe ich im Internet gelesen, genau gemacht. Dann habe ich Feta reingegeben, frische Petersilie, Zucchini angebraten und Lauchzwiebel angebraten und noch ein kleines bisschen Salz drüber gegeben. Und das wird jetzt eingepackt und dann esse ich das auf der Fahrt. Es ist nicht so viel, ich glaube nicht, dass mich das wirklich satt halten wird. Aber notfalls müssen wir halt irgendwo einen Snack kaufen gehen, gell? So, der Jonas hat mich gerade eingesammelt und jetzt werde ich erstmal fliegen. Hoffentlich schmeckt das überhaupt. Wir sind vorbereitet. Auf in den Kampf. So, wir sind jetzt gerade bei den Couches, Sofas, wie auch immer. Und das sieht eigentlich ganz cool aus, halt in Beige dann auch. Kann man auch so ausziehen, aber das steht halt nicht auf Holzbeinen. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt hören mit der Maske, aber ich habe ja gesagt, dass ich unbedingt Holzbeine will. Hier sind noch ganz viele andere, aber irgendwie das aus dem Internet finde ich nicht. Das hatte ich mir als Wohnzimmertisch überlegt. Voll viele haben mir geschrieben, dass ich nicht solche offenen Dinger nehmen soll, weil die voll schnell staubig werden. Aber ich finde das halt voll schön. Magst du es vielleicht mal von oben filmen? Ich bin ja nicht so hoch. Ich fotografiere mir hier die ganze Zeit schon ab, was ich gut finde. Das Sofa finde ich auch voll gut. Kann man auch zur Schlafcouch machen und kostet nur 400 Euro. Aber das hat halt nicht dieses L und das hätte ich voll gerne. Hallo, du süßer Mensch. So, wir haben das Norsborg jetzt in grün gefunden. In beige gibt es das hier leider nicht. Aber es ist auf jeden Fall bequem. Wir haben es Probe gesessen, gell? Ja, wir haben es Probe gesessen. Ich fand es eigentlich ganz gut. Ja, ich finde es auch schön, aber es ist halt immer schwer, sich das in einer anderen Farbe vorzustellen. Ja, es ist halt schade, dass die Farbe hier nicht gibt, aber ich schätze halt mal so ein Beige wie die da hinten. Das ist das Regal, was ich mir fürs Wohnzimmer gedacht habe und eventuell fürs Schlafzimmer. Und wir haben jetzt gesagt, wir nehmen es gleich mit, weil Jonas das gleich mitnehmen möchte. Und dann möchte ich das so machen. Warte, das habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt gehabt. So stelle ich mir das dann vor, dass ich dazwischen Bilder hänge. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. So, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. Und ich fand den Stuhl als Schreibtischstuhl eigentlich voll cool, weil der so Holz hat. Und so schwarz, aber der sieht so groß aus, findest du nicht auch? Setz dich halt mal, ne? Wir sind jetzt gerade in der Lampenabteilung und das ist meine Traumlampe und die kostet auch nur 70 Euro. Die Frage ist halt, der Lampenschirm ist da ja nicht dabei, ne? Was machst denn du? Du filmst dich doch. Ach Mann, du bist so doof. Aber der Lampenschirm wird ja nicht so viel kosten, oder? So, wir haben es aus dem IKEA rausgeschafft. Ich lebe noch. Ja, Jonas hat ganz lieb ausgehalten, dass ich so viel kaufen wollte. Wie so ein Kind, wenn das mit den Eltern einkaufen war. Also wir waren jetzt 2,5 Stunden ja, circa drin und es hat auch echt lange gedauert. Aber wenn man halt so viel braucht, dann muss man halt auch voll oft schauen und nee, passt vielleicht das. Und weil wir auch echt einiges jetzt schon mitgenommen haben, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel mitnehmen. Echt? Ich dachte, wir nehmen viel mehr mit. Echt? Ja, mein Plan war es eigentlich eher jetzt erstmal zu schauen. Dann zu kaufen. Hättest du mir das vorher gesagt, wäre ich gerne mit dir hergefahren. Echt? Ich fahre da nicht, um zu gucken, eine Stunde zum IKEA. Okay.
Naja, aber wir haben ja ordentlich was gekauft. Ich zeige euch zu Hause, was wir gekauft haben. Leute, ich bin fix und fertig. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ich habe so viel gekauft. Ich werde euch jetzt direkt zeigen, was ich mir gekauft habe. Die Möbelteile, die ich gekauft habe. Warte mal, ich mache euch kurz an das Stativ und dann quatschen wir mal ein bisschen weiter. Also die Möbelstücke, die ich gekauft habe, ich blende sie euch hier mal ein. Ich habe mir einmal zwei Regale fürs Wohnzimmer gekauft. Da haben mir super viele geschrieben, dass ich die nicht kaufen soll, weil solche Sachen grundsätzlich halt schnell stauben. Aber ich habe nur zwei von denen und ich bin euch mega dankbar für eure ganzen Tipps, die ihr mir geschrieben habt. Ihr habt mir so, so viel geschrieben. Aber manchmal muss ich Entscheidungen treffen, auch wenn ihr dagegen seid. Also wisst ihr, was ich meine? Also manchmal muss man einfach das machen, was man fühlt. Und ich habe mich auf diese Regale so versteift, dass ich jetzt nichts anderes mehr kaufen konnte. Und deswegen habe ich sie jetzt gekauft. Genau, also von den Regalen habe ich zwei gekauft. Und dann habe ich noch eine wunderschöne Lampe für mein Wohnzimmer gefunden. Die sieht so toll aus, vor allem mit dieser Glühbirne. Moment. Also ausgestellt war sie einmal mit dieser Glühbirne und dann nochmal mit einer normalen Glühbirne. Und diese Glühbirne hat so ein schönes, weiches, entspanntes Licht gemacht. Ich fand das richtig toll und die hat nur 10 Euro gekostet. Die andere Glühbirne hätte 6 Euro gekostet. Deswegen dachte ich mir so, für 4 Euro, das macht wirklich so ein wunderschönes Licht. Deswegen musste ich die mitnehmen. Genau, aber die Möbelstücke lagern wir erstmal bei Jonas, weil der 5 Minuten zu Fuß von meiner neuen Wohnung entfernt wohnt. Und deswegen ist es halt super praktisch, das bei ihnen zu lagern. Die haben ja auch eine riesige Wohnung und dann haben wir nicht so einen langen Weg. Mir haben auch ganz viele geschrieben, ich soll jetzt noch nicht so viel kaufen, weil das den Umzug erschwert. Aber ich habe eh nicht so viele Sachen und ich kann nicht anders, als die Sachen jetzt schon zu kaufen. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, was ich mir sonst noch gekauft habe. Und zwar habe ich mir einmal Geschirr gekauft. Da habe ich euch auf Instagram gefragt, ob ihr die beigen Teller oder die schwarzen besser findet. Und am Anfang haben mehr für die schwarzen gestimmt. Deswegen habe ich mir jetzt die schwarzen gekauft. Und ich habe gerade in meine Direktmessages geschaut und gesehen, dass mir ein paar von euch geschrieben haben, dass ich die schwarzen nicht nehmen soll, weil man da relativ schnell Kratzer sieht. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst, jetzt habe ich die schwarzen mitgenommen. Und da habe ich einmal so ein ganzes Set hier mitgenommen. Genau, da sind 6 Kuchenteller, 6 Suppenteller und 6 große normale Teller drin. Das hat irgendwie 30 Euro oder so gekostet. Das habe ich einmal mitgenommen. Und weil ich gerne 8 Teller haben wollte, einfach weil, falls ihr es nicht gemerkt habt, ich habe eine Spülmaschine. Nein, Spaß, das sage ich jetzt jedes Mal. Aber da wollte ich einfach 8 Teller haben, damit... wenn ich da alleine eine ganze Woche bin oder ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig einschätzen. Auf jeden Fall wollte ich 8 große Teller, deswegen habe ich mir dann nochmal 2 große Teller einzeln gekauft. Ich finde, die sehen so schön aus. Sorry übrigens, dass sich die Lichtverhältnisse die ganze Zeit ändern. Die Sonne kommt und geht und kommt und geht. Auf jeden Fall habe ich mir dann noch ein paar uninteressantere Sachen gekauft. Einmal einen Topf, weil ich habe hier einmal einen großen Topf und einen kleinen Topf. Und beide haben mittlerweile keine Henkel mehr und sind halt schon super alt. Deswegen habe ich mir den hier mal mitgenommen. Das ist ein relativ großer Topf, so für Nudeln oder so. Richtig interessant. Ich habe mir auch noch so ein Ding mitgenommen, wo ich mein Besteck einräumen kann. So ein Besteckkasten, weil ich sowas hier nicht habe und in der neuen Küche auf jeden Fall brauche. Außerdem habe ich mir dann noch Messer mitgenommen. Ich habe bisher nur, ich habe so richtig gar nichts. Ich habe bisher nur so ein Messer. Und deswegen wollte ich die zwei noch mitnehmen. Obwohl ich schon gesagt habe, ich habe vor dem Messer Angst. Das ist mir zu groß. Ich möchte, dass die Jungs mir... das abnehmen. Ich möchte das nicht haben in meiner Wohnung. Und da ist auch noch so ein Messerblock dabei. Das fand ich ganz cool. Da kann man das dann reinstellen. Dann habe ich mir noch einen wunderschönen Sieb gekauft. Ich fand den richtig schön. Und ich wollte den vor einem Jahr oder so, waren Jonas und ich schon mal bei Ikea und da wollte ich den schon mitnehmen. Und er fand ihn unnötig und deswegen habe ich ihn nicht mitgenommen. Aber ich fand ihn super schön, deswegen habe ich ihn jetzt trotzdem mitgenommen, dieses Mal. Dann auch nochmal etwas Uninteressanteres. Und zwar habe ich Gläser gekauft. Ich habe keine großen Gläser und deswegen habe ich jetzt 6 von diesen großen Gläsern gekauft. Die haben 40 Cent das Stück gekostet. Und ich wollte mir eigentlich auf Amazon welche bestellen. Die hätte ich zwar schöner gefunden, aber da hätte das Glas 3,50 gekostet. Und deswegen dachte ich mir so, ich muss irgendwo sparen. Dann habe ich mir noch 2 von diesen Handschuhen gekauft, weil ich ja jetzt auch einen richtigen Backofen dann habe. Und ich habe solche Handschuhe noch nicht. Und deswegen habe ich die mal mitgenommen. 2 davon, da lagere ich gerade die Gläser drin. Dann hatte ich noch so ein wunderschönes Bastkörbchen für mein Bad. Und habe an der Kasse gemerkt, dass ich das Ausstellungsstück mitgenommen habe. Great. Deswegen konnte ich das dann natürlich nicht kaufen. Aber ich habe fürs Bad dann noch so ein Zahnputz
Becher gekauft, weil im Bad möchte ich so, dadurch, dass die Fliesen schwarz sind, vielleicht so mit Beige-Tönen arbeiten und ein bisschen Holz. Deswegen habe ich das gekauft und passend dazu noch den richtigen Seifenspender. Und dann habe ich noch fürs Wohnzimmer neben der Couch diesen Korb hier gekauft. Ich habe mir das ganz schön vorgestellt, dass man da irgendwie Zeitschriften reinlegt oder die Decke so drüber hängen lässt für die Couch. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Es hat auch nur 8 Euro oder so gekostet. Ja. Und das war's tatsächlich. Mehr habe ich gar nicht gekauft. Das war trotzdem super teuer. Ich hätte niemals gedacht, dass ich ja so viel schon kaufen werde. Aber ich habe ja jetzt auch schon eine Lampe und Wohnzimmerschrank und sowas. Mein Bett gab es übrigens nicht, beziehungsweise nicht als Ausstellungsstück, das konnte man nicht anschauen, aber so ein ähnliches, deswegen haben wir uns das jetzt mal angeguckt und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß jetzt halt nur nicht mit der Farbe, die konnte ich jetzt natürlich nicht abschätzen, aber das Sofa gab es auch natürlich auch nicht in der Farbe, aber das Sofa war richtig gut. Mir haben auch ganz viele von euch geschrieben, dass sie das auch haben und dass es natürlich nach 3, 4 Jahren irgendwann an Qualität abnimmt, aber dafür ist es halt auch sehr, sehr günstig und ich glaube, deswegen werde ich mir die beiden Sachen dann bestellen, vor allem, weil IKEA auch einfach eine kurze Lieferfrist hat und die andere Couch hat eine Lieferzeit von, glaube ich, 12 Wochen und deswegen, glaube ich, mache ich das lieber so, aber das war jetzt wieder so Zeug. Gefühlt kaufe ich die ganze Zeit nur Sachen für meine Küche, also, aber ich habe dadurch, dass ich hier halt auch keine Küche habe, ich muss mich nicht jedes Mal erklären. Aber ich bin trotzdem mega zufrieden mit dem Haul. Vor allem diese Lampe gefällt mir so extrem gut und ich kann mir das so schön vorstellen. Und ja, das war's jetzt mit meinem Haul. Ich werde euch morgen, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mitnehmen, den Tag über. Aber jetzt werde ich erstmal wieder zu Jonas fahren und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder.